Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone. Letzten Part haben wir weiter versucht, unsere Reputation bzw. unsere Anerkennung ins Camp zu steuern. Sind jetzt auch endlich bei dem Storyport angekommen, wieder mal. Eben Nero Lager. Natürlich noch ein paar Freakers rumlungern. Hab mal nicht allzu viele. Könnte sonst ein bisschen anstrengend werden. Die Axt macht weniger Schaden als sonst und hat auch natürlich weniger Haltbarkeit. Munition werden wir hier wahrscheinlich hier weniger finden. Leider. Na, vielleicht. Vielleicht ja doch ein, zwei Hügelchen. Ich da schon wieder fast nichts mehr habe an Munition. Das ist gut. Hier noch. Ich hab's ihn. Mal schauen, vielleicht ist hier da noch ein Nest, was wir ausräuchern können direkt. Oder ausräuchern müssen. Sagen, habe ich da nicht noch einen gehört? Ach, egal. Bin ich hier irgendwie vorbei? Kann ich nicht drüber. Jetzt gehen wir anders vorbei. Schieben kann ich es dazu ja auch nicht. Und hier auf der Seite rum geht natürlich auch nicht. Ich kann es von der anderen Seite schieben. Natürlich. Einfach, wenn es schwierig sein kann. Hier ist ja auch kein Weg nach oben. Ich glaube, ich muss hier einmal durch. Und ja, das hört sehr viel aus. Hinein nicht zu getauscht. Okay, ich mache hier jetzt ja dafür immer so wenig aus. Oh, verdammte Freaks. Nicht hier, verstanden? Ihr könnt fressen, wo ihr wollt, aber nicht hier. Dieses Camp. Verstanden? Ja, das ist gut. Ich raus mit euch. Was für Scheißkerl sind denn hier? Hm? Wie viele? Was ist das jetzt? Wie viele? Ja, ist noch einer.
Meister macht halt immer noch keinen Schaden. Leider. Es sind noch zwei Freakers übrig. Allerdings keine Ahnung wo. Notfall! Notfall! Hier Flüchtlingslager 13 Delta. Wir werden überrannt! Überrannt! Sag denen! Ich versuch's! Sie müssen uns rausholen! Sofort! Ruhig, ich versuch's doch! Wiederhole! Hier Flüchtlingscamp 13 Delta! Wir werden hier überrannt! Hört mich jemand? Her mit dem Ding! Was soll das denn? Ich sag loslassen! Dir. Her mit dem! Loslassen! Funkgerät! Scheiße. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Ja, natürlich. Ich glaube, zu der Zeit hätte sie auch nicht recht viel ändern können. Das war der letzte. Es ist. Ja, ich habe sie erledigt. Wir machen ihr keinen Ärger. Deacon, ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich habe nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Nicht so schnell. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm. Sie hatte ein Messer. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Vor zwei Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, 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 sie sind wohl geflohen. Ah, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam, langsam. Oh. Oh. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Okay. Komm. Na gut. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Führ du uns hier raus. Verschwinde! Verschwinde! Ihr habt sie getötet! Okay, ganz ruhig. Ich warte. Langsam.
machen wir? Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuche, mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, nichts passiert, Gigi. Ich pack das, geh. Scheiße! Sir? Hey, ich bin unbewaffnet! Ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu, hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach! Verschwinden Sie! Helikopter! Und sie getötet! Hören Sie, wir wollen nur... meine Frau getötet! Oh, nein, Moment. Ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber wir haben nichts getan! Wir haben nichts getan! Hören Sie! Jetzt, gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Verdammt, Mann! Ich hab sie getötet! Auf! Ich hab sie getötet! Stopp! Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Okay. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jacks. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Deine Ruhe, okay? Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Busa hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Ja, okay. Ja, nochmal zur Erinnerung voranfangen. Noch ein Nero-Hubschrauber. Ich frag mich, was die hier wollen.
den ihr gerade gesehen habt. Ja, natürlich. Mal schauen. Und wir hatten ja Informationen, dass Sir Brian noch lebt. Was ja ein Wunder ist. Das stimmt. Die Wahrheit wird euch befreien. Oh, verdammte Scheiße, den Mist höre ich mir nicht an! Natürlich. Brauchen wir uns auch nicht anhören. Das ist sowieso eine Wiederholung. Das sind hier zwei, oder? Ich glaube, ich brauche noch schnell zwei Nester, bevor ich hier weitermache. Hat mir das nicht auch gleich geklärt? Und nachdem die jetzt nicht so weit entfernt sind. Ich meine, das ist ja nur ein kleiner Umweg. Da wird nur ein kleiner Umweg. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Du ist hier irgendwo. Ja, nicht nur ein Nest, sondern eine ganze Horde. Sind hier nachts aktiv. Ich will ein Nest. Ich kann zu der Nähe sein. Natürlich ist es ganz in der Nähe. Ich möchte jetzt eigentlich wissen, ob die Horde mir nachläuft. Sieht nicht so aus. Das wirkt gerade nicht so. Ich fahre mal hier unten sehen. Früher ist es noch jetzt mal zu packen. Ich hatte ein bisschen Zeit. Ich habe was für dich. Ja, danke. Ich komme später rum. So, Nest auch weg. Sollte das ganze Gebiet ein bisschen sicherer sein. Dann gibt es auch ein bisschen Reputation. Was vertrauen. Ja, haben wir hier vielleicht ein unkönigliches Medizinkanister? Solange die Karre fährt, ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, das war schon Spike. Kanister wäre nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich auch so ein Waffelding machen. Jetzt kann ich das dann
Okay. Das ist gut. Ah. Und nehme ich noch mit. Hat von Wolf gehört. Weiß nicht, ob er hier ist oder woanders. Ich habe vielleicht keinen Sprit mehr, wenn es weitergeht. Ja. Noch mehr ich dann wieder lernen. Lass doch auch machen, weniger Lärm. Sieht nicht aus, wird mir hier irgendwo den Treibstoff. Interessant. Also auch ein interessanter Bug. Man, hier kann man reinsehen, aber wenn ich es jetzt öffne, ist wahrscheinlich irgendwas drin. Oder auch nicht. Okay. Dann war es doch kein Bug. Sah es nur komisch aus. Ah, hier sollten wir ja auch noch die Nester säubern. Also hier gab es noch ein paar Nester zum Eliminieren. Und ich habe eine Tankstelle. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Benzin her. Nur so ein bisschen. Hätte ich nichts dagegen. Natürlich. Sollte ich auch hier einfach durchkommen können. Ja, ich habe dich schon mitbekommen. Brauchst nicht so viel schreien. Das ist die Frage, wie kann ich hier tanken? Ich brauche Benzin. Moment. So kann ich auch tanken. Dann mal los. Okay. Hätten wir das auch mal. Na gut. Allerdings würde ich sagen, wir jetzt hier weitermachen. Wenn ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nichts aussieht, könnt ihr euch noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Days Gone wieder. Ciao.